Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Es ist mal wieder an der Zeit für eine Gewinnt-Sonderfolge. Wir haben doch schon wieder einige Spieler getroffen, unter anderem hier auf Spiekeroog in Svorlak. Und da wir sowieso noch auf dieser Insel sind, finde ich, passt das ganz gut. Hier gibt es 3 Gewinnspieler und gegen die werden wir jetzt versuchen zu gewinnen. Und wir starten mit diesem Kaufmann hier. Ach, verdammte Axt. Du siehst nicht aus, als könnte man mit dir feilschen. Nein, aber ich bin eher der Kartentyp und wir machen mal wieder maximalen Wetteinsatz. Ich weiß noch nicht, ob ich etwas von dir kaufen werde, aber ich würde gerne eine Partie Gwind mit dir spielen. So sieht's aus. So, und ich habe mir schon mal unsere Karten, unsere Decks angeguckt im Vorfeld und werde das wieder so machen wie beim letzten Mal. Wir spielen erstmal mit dem schwächeren Deck, mit dem Scoia'tael-Deck. Und wenn wir verlieren, dann wechseln wir. Ich finde es im Übrigen wirklich ein bisschen schade, dass dieses tolle, ja, man kann gar nicht mehr sagen Minigame, in diesem Spiel dann am Ende nicht gut balanciert ist. Ne? Also ich habe nicht den Eindruck, als ob die Scoia'tael und das Monster-Deck noch aufholen kann mit Blick auf nördliche Königreiche und Nilfgaard. Aber egal, wir machen es, es erhöht die Spannung. Wir haben ein paar Karten dazu bekommen, deswegen ist das Deck ein bisschen stärker geworden. Ich will euch kurz nochmal zeigen, was ich hier so drin habe und nicht drin habe. Wir haben hier Geralt und Ciri, Willem Tretmeert und so weiter. Das ist alles bekannt. Der mysteriöse Elf ist neu hinzugekommen. Das ist mit Sicherheit eine Verstärkung. Dann habe ich nochmal was ausgetauscht. Ich habe jetzt doch diese Musterungskarten Zwergenschwammmützle mit reingenommen. Ebenso wie die Hafgar-Unterstützer ja schon immer drin waren. Ich hatte ursprünglich gesagt, sie sind eigentlich mir ein bisschen zu schlecht mit 3x3, 9 Stärke. Aber das Schöne ist, sie kommen ja, sie werden ja aus dem Deck gezogen. Das heißt, sie verkleinern das Deck weiter und führen dazu, dass dann stärkere Karten noch gezogen werden können. Das finde ich dann doch ganz gut. Also das ist der Nahkampfteil des Ganzen. Gaunter ist mit drin, wir haben damit 3 Musterungskarten, ja okay, hier gibt es ein paar starke Helden noch dabei, Milva muss ich mal dran denken, ich verwechsel das aber mit Heilung, aber das bedeutet einfach Moralschub plus 1 für die Reihe, aber das gilt dann eigentlich nur für Gaunter, glaube ich, ne? Nicht für die Heldenkarten, insofern sollte man die versuchen zusammenzuspielen, dann haben wir Shiryu als einzige Katapultkarte, Belagerungskarte, zerstöre die stärksten Belagerungseinheiten des Gegners, wenn die Gesamtstärke 10 beträgt. Das wird nicht so oft der Fall sein, aber die Achterkarte selbst ist schon ganz gut. Deswegen habe ich sie drin gelassen. Und von den Sonderkarten, ja, ich habe gerade überlegt, ich denke, eine zweite Finte ist okay. Sollten wir mit reinnehmen, weil wir ja jetzt auch einen Spion haben. Und Horn des Kommandanten 2-mal, aber wir haben auch Rittersporn, das müsste eigentlich reichen. Verbrennen 2-mal. Ich habe noch eine dritte Verbrennenkarte, aber 2-mal reicht, denke ich. Und Klirrende Kälte, weil ihre Anführerfähigkeit ist, dass sie Klirrende Kälte durchsuchen kann und sofort ausspielen kann. So, das sind die Scoia'tael. Der Gegner spielt auch mit Scoia'tael, wie ich sehe. Was ist da seine Eigenschaft? Wissen wir jetzt nicht, müssen wir gucken. So, Finte, Rittersporn. Ja, schaut mal, das ist sehr schön hier. Drei verschiedene Musterungskarten hier, alle 3 dabei. Das ist sehr schön verteilt. Okay. Milva und Geralt. Ja, da kann man eigentlich erstmal nicht meckern. Die Finte, würde ich sagen, lassen wir auch noch drin. Ich bin damit zufrieden. Werden wir jetzt nicht tauschen. So, er hat eine Eigenschaft, dass er eine Karte mehr ziehen kann. Genau, zieht zu Beginn der Schlacht eine extra Karte. Das ist nicht schlecht. Aber wir haben ja unsere schönen Musterungen, die wir auch gleich mal ausspielen. Wobei, naja, Verbrennengefahr fällt mir gerade mal auf. Okay. Er startet mit Cirilla, aber ohne Plötze. Na, um die Verbrennengefahr zu bannen, spiele ich vielleicht einmal Milva. Dann im Fall eines Verbrennen wird halt nur Milva verbrannt. Okay, er hat die Hafgar-Unterstützer. Die haben wir auch. Blöd ist, dass wir kein Horn haben, um die Fernkampflinie zu unterstützen. Die Frage ist, was ich mir gerade frage,
wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir ihn jetzt seine ganzen Nahkampfkarten spielen lassen und wir dann einfach Frost machen. Ich glaube, keine schlechte Strategie. Das heißt, wir können natürlich unsere Nahkampfkarten nicht spielen, außer die Helden. Aber dann machen wir das mal so. Versuchen wir das mal so. Hm. Nächste Nahkampfkarte. Ja. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Auch die spielt er in die Nahkampfreihe. Sehr gut. Tja, ich denke, ich spiele Geralt, auch wenn wir Plötze bekommen, der dann auch gefrostet wird, aber ist okay. Okay, er ahnt vielleicht schon, was kommt. Spielt eine Finte, das finde ich jetzt ein bisschen ungewöhnlich. Ich denke, ich spiele jetzt sogar hier Shiru, auch wenn der Effekt nicht eintritt, aber er hat eh, glaube ich, keine Belagerung. Oh, Scheiße. Er weiß, was ich machen wollte. Hm. Okay, das war jetzt irgendwie doof. Ich glaube, ich setze meinen Effekt doch noch nicht ein. Irgendwie hat er uns jetzt ausgetrickst, habe ich das Gefühl. Nicht schlecht gemacht. Ich passe jetzt einfach so. Ich glaube nicht, dass er das jetzt noch gewinnen kann. Naja. Hm. Hm, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ach verdammt, ich hätte die Finte natürlich noch einsetzen können. Oh, das war dumm. Die hätte ich jetzt... Oh, das war wichtig gewesen. Die hätte ich unbedingt bringen müssen. Jetzt geht er auf die Fernkampfreihe, das heißt Frost werden wir auch nicht mehr richtig einsetzen können. Ja, Leute. Okay. Das sieht nicht gut aus für uns. Allerdings hat er auch nicht so tolle Karten. Na ja, klar, weil Squirtle, die haben halt auch nicht so tolle Karten. So, naja. Muss ja auch erstmal reichen mit vier Karten. Ja, ist die Frage. Ist es jetzt sinnvoll, wenn ich jetzt irgendwie das noch spiele, wieder rein und raushole? Ist das irgendwie sinnvoll? Ich mach's mal einfach. Ah, Heilerin. Was kommt da noch rein? Ja gut, das nutzt ihm auch nicht mehr viel. Okay, ich glaube, er hat, glaube ich, hier nicht mehr viel zu bieten. Ich glaube nicht, dass er auf die 50 kommt. Ja, das sind einfach alles, die Squirtle-Karten sind halt alles Luschenkarten. So, wir passen jetzt. Er hat nur noch eine Karte. Ich denke, der Sieg ist unser. Auch gerade diese Nuller-Heiler. Also bitte, da holst du halt einen Fünfer rein für einen Nuller-Heiler. Hättest du auch gleich eine Fünfer-Karte reinnehmen können. Nee. Also, das haben wir gewonnen. Erfreulich. Sehr schön. 20 Kronen und Gorgo, eine Monsterkarte. Ja, ich denke, die werden wir beim nächsten Mal dann auch mal spielen. Diese Tischmesser taugen höchstens zum Zahnreinigen. Da sind einige Karten in der letzten Zeit hinzugekommen. So, der nächste, gegen den wir antreten, ist der Schmied. Was bringt dich her? Von Wirt verdünnt seinen Wein mit Wasser. Wir haben Lust auf Gwind. Voller Einsatz. Ich habe Lust auf ein wenig Unterhaltung. Eine Partie Gwind wäre mir am liebsten. Zurück, wo du herkommst. Okay, wir brauchen nichts ändern. Das hat er sich ja jetzt gemerkt. Ne, das war alles soweit okay. Starten wir. Er spielt Nilfgaard und hebt damit unsere Anführerfähigkeit auf. Ja, und der Fraktionsvorteil der Squirtle lässt sich entscheiden, wer das Spiel beginnt. Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung. Ich habe darüber noch nie nachgedacht, was besser in diesem Spiel ist. Ist es besser zu reagieren? Hm. Pff, weiß ich auch nicht, Leute.
als wir meine Gegner beginnen. Zweimal Finte. Ist gegen Square Tail, glaube ich, ganz gegen Nilfgaard ganz gut, weil die mit Spionen spielen werden. Plötze wollen wir mit Sicherheit nicht im Starterdeck haben. Verbrennen ist gut. Und zwei Gaunter sind auch nicht gut. Wir haben den Spion noch. Okay, das ist ein anständiges Deck. Wobei uns fehlt leider die Trompete hier. Na gut, aber wir haben ja immer noch einen Spion. Werden vielleicht vom Gegner auch noch einen aufnehmen. Wir spielen erst die Musterungskarten, würde ich sagen. Vielleicht auch erst die schwächeren. Ja. Ja, 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 ja. Okay. Naja. Gut, dass ich ihn nicht gespielt habe. Ist immerhin Verbrennendes raus. Wir haben es auch noch einmal. Okay. Kommt mit Sheila um die Ecke. Mhm. Gut, dass wir das hier haben. Das nutzen wir dann gleich mal. Oh, er hat ein zweites Verbrennen. Das kann doch nicht wahr sein. Crazy. So, wir haben aber auch ein zweites Verbrennen. Frost haben wir gezogen. Das ist nicht so. Oh, doch, ist doch gut, weil wir können wir Frost so nicht einsetzen. Eieiei. Sehr schön. Und damit haben wir unsere Trompete. So, und jetzt ist die Frage. Also wir haben 10-6 Kartenvorteil. Das ist natürlich schon nicht schlecht. Allerdings könnte er mit Finte sich natürlich auch die Spione ziehen und dann wieder aufholen. Alternativ können wir natürlich versuchen, einfach zu gewinnen, indem wir zum Beispiel jetzt Frost machen. Tja, spannend, ne? Und dann Frost und dann Verbrennen. Das ist es doch jetzt eigentlich, oder? Probieren wir es mal. Wir versuchen zu gewinnen. Er passt. Okay, wenn er passt, müssen wir anders agieren. Wir könnten natürlich jetzt Verbrennen machen, aber dann steht es unentschieden. Aber das heißt, er hat keine Finte, kann die Spielung nicht aufnehmen. Das ist echt gut für uns. Ja, nee, dann werden wir den Sieg mitnehmen. Dann... Ah. Ich glaube, dann werden wir sie spielen. Sie ist auch Moralschub. Oder er, Isengrim. Ich glaube, dann werden wir sie spielen, weil er ist wertvoller. Sie auch in der nächsten Runde. Machen wir das. Okay. Ja, erste Runde für uns mit zwei Kartenvorteil. Das müsste es eigentlich sein. Wir müssen jetzt bloß ein bisschen auf Verbrennen aufpassen beim Gegner. Was können wir hier noch reinholen? Nur Gaunter. Das ist aber ganz gut, weil den können wir dann mit der Trompete hier verbessern. Mit ihr zusammen. Ja, das ist okay. Starten wir mal so. So, jetzt nur aufpassen, wann jetzt Verbrennen sinnvoll ist. Ich glaube, jetzt holen wir die Hafgas rein, weil er hat eine 10er draußen. Dann kann uns das nicht mehr schaden. Okay, das war natürlich ein schöner Konter von ihm. Boah. So, spiele ich jetzt Verbrennen? Ne, ich spiele erstmal noch die Karte. Ach, das ist eine Nahkampfkarte. Ah, das ist natürlich bitter, dass die weg sind. Spiele ich trotzdem. Okay.
Okay, das ist ja... Damit kann ich gut leben. Wenn ich jetzt die 7 der Spiele hatte, 2,14, ne? Das kann ich mit Verbrennern gut killen. Das ist gut. Ich hoffe, dass... Ja, das ist gut. Ich krieg noch ein Horn, das ist auch nicht so schlecht. Ja, der perfekte Moment für Verbrennen. Sehr gut. Tja, was machst du jetzt? Na, das ist mal da, dein Horn... postieren müssen, aber ich wollte jetzt schon wieder Verbrennen spielen. Das können wir auch noch machen, aber das ist eine Heldenkarte. Wir warten noch mal. Wir werden jetzt erstmal Geralt spielen. Ja, das hat er verloren. Ich sehe nicht, wie er das noch gewinnen kann. Ja, noch eine schöne Szene. Hervorragend. Dann lasst uns die Szene brennen sehen. Sehr schön. Menno kommt noch rein. Bringt noch eine Karte wieder. Okay. Ich sollte mich nicht zu früh freuen. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Die können wir uns auch nicht mehr schnappen. Das heißt, er hat nochmal wieder 2 Karten bekommen. Es ist, wie es ist. Aber es ist nur ein Feuerskorpion. Nichts Bedrohliches. Und... Nein! Nein! Er kriegt nochmal 2 Karten. Ich fasse es nicht. Okay, wow. So, was kann er jetzt mit den 2 Karten noch erreichen? Ernsthaft. Jetzt hat er noch 3 Karten. Ich fasse es nicht, ey. Nein, bitte nicht. Oh, okay, die ist nicht so stark. Eine Karte noch. Noch ein Spiel. Es kann noch nicht wahr sein. Leto. Jawohl. Es hat dann am Ende dann doch nicht gereicht. Ha. Wow. So, was kriegen wir? 20 Kronen und Feuergenius. Wieder eine Monsterkarte. Und hier landet man hinter dem Feuer. So. Und der dritte Mann. Die Leute auf dem Festland Katzenköpfe haben, aber du hast nur Katzenaugen. Der hier Karten spielt, ist der Wirt. Das Höhlenmonster jagen gehen. Was meinst du? Das Höhlenmonster ist schon tot. Vor dem haben sie die großen Angst. Du hast genug. Geh nach Hause. Wer zum Teufel bist du, dass du mir sagst, was ich tun soll? Haben dich die Jals. Nur keine Schüchternheit. Wähl dein Gift gerade heraus. Spielen wir Karten. Was sagst du zu einer Partie Gwind? Okay, wir bleiben bei diesem Deck. Der Gegner, will das denn den Gegner beginnen? Gucken, erstmal verbrennen, 2x Horn. 11 ist gut, Plötz ist nicht gut. Gaunter wollen wir auch nicht haben. Ja, mal sehen. Okay, wir gucken mal, was seine Fähigkeit. Verdopple die Stärke deiner Belagerungseinheiten, sofern kein Horn des Kommandanten in Reihe liegt. Interessant. Jetzt wäre natürlich schön, wenn wir diesen Belagerungstypen hätten. Haben wir aber nicht. Vielleicht kriegen wir ihn noch. Aber bevor ich den Spion schicke, schicke ich ihn. Eigentlich müsste ich den Hafka auch schicken. Aber das will ich nicht, weil ich will die vielleicht verteilen. Ja, dass ich in der nächsten Runde hier ein Horn verwende, in der anderen dort, bin mir nicht ganz sicher. Das ist ein bisschen schwierig. Geralt spielen wir mal.
Okay. Starke Heldenkarten. Tja. Oder spiele ich doch das jetzt schon? Lass mal kurz über Verbrennen nachdenken. Verbrennen sind wir im Moment gefährdet. Ach komm, ich riskiere es mal. Ich hoffe einfach, dass ich nicht die Hafgas bekomme. Ja, und die Hoffnung war falsch. Das war insofern ein Fehler. Der Gegner passt bei 34. So, was ist jetzt das Sinnvollste? Also, wir könnten Horn einsetzen. Das wäre die erste Möglichkeit. Das Problem ist, wenn ich ein Hafgar reinsetze, werden ja alle gebracht. Das will ich nicht. Das Horn kann uns aber hier nochmal eine Verdopplung bringen. Aber die Alternative wäre auch nur eine 10er zu bringen. So, warte mal. Jetzt, also in der nächsten Runde wird uns das Horn plus 10 Punkte bringen. Beziehungsweise wir können mit Yen noch jemanden holen. Zum Beispiel noch Gaunter. Dann bringt uns das Horn plus 14 Punkte. Wenn wir es nicht spielen, sondern den spielen. So, wenn wir den behalten und jetzt das Horn spielen, gibt es nur plus 10 Punkte, beziehungsweise hier diesen plus 1 Effekt. Ich glaube, es ist besser, das zu spielen. So, 6, 8 Karten. Okay, dann mal gucken. Ich werde, glaube ich, mit Yen starten. Jetzt ein bisschen Angst vorm Verbrennen des Gegners. Philippa kann ich nicht verbrennen. Tja. Wenn ich die Hafgas jetzt spiele, ne? Na gut, irgendwann muss ich sie spielen. Ich will eh die beiden Horne spielen, dann machen wir das mal jetzt. Eins da. Oh. Okay. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, die große Frage ist, hat er ein Verbrennen? Wenn ja, dann sehe ich ein bisschen alt aus. Plötze spielt er rein. Auch merkwürdig. Ja, aber Frost hier zu spielen, das würde uns selber mehr schaden. Mein Verbrennen hilft jetzt auch leider nichts. Okay, jetzt würde das Verbrennen helfen. 2, 4, 5, 5. Das heißt, die 8er wäre weg. Es gibt, glaube ich, jetzt keinen besseren Moment, sie einzusetzen. Der noch mit 2 Karten. Das ist okay für uns. Kann man jetzt noch irgendwie sinnvoll Zeit spielen? Er hat eh nur noch eine Karte. Kommt, dann holen wir einmal den rein und raus. Falls er jetzt noch Verbrennen hat. Dann habe ich jetzt nur gedacht. Oh, verdammt, nein, das war ja jetzt ein Mega-Fehler. Oh, hätte ich das mal... Scheiße. Damit habe ich jetzt nur überhaupt nicht gerechnet. Das ist ja jetzt mies.
Okay, das heißt, jetzt müssen wir nur Glück haben. Okay, wir verdoppeln noch schön die Reihe. Jetzt darf er bloß kein Verbrennen oder so gezogen haben. Eine Karte. Das Horn hilft ihm nichts mehr. Wir haben gewonnen. Uiuiuiui. Okay, Verbrennen hätte ihm auch nicht geholfen, weil seine 12er wäre verbrennt. Ja. Wir sind immer noch am Zug, aber wir werden unsere Fähigkeit nicht einsetzen. Rund ist unsere und die Partie dementsprechend auch. Was gibt's für Karten? Gabelschwanz. Das heißt, wir haben jetzt 3 Monsterkarten bekommen. Ist das richtig? Wir gucken mal ganz kurz hier unser Questbuch rein. Okay, also auf Skellige können wir noch 3 Karten insgesamt gewinnen und 4 überhaupt nur noch bei irgendwelchen Spielern ohne besonderen Ruf. Das bedeutet, wir werden vermutlich nur noch eine Gewinnt-Sonderfolge haben, möglicherweise. Die restlichen Karten sind alle vermutlich questbedingt, die wir da erhalten können. Wow, das nähert sich dem Ende hier. Jo, liebe Leute, dann bis zur nächsten normalen Folge, wenn es mit Geralt weitergeht. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.